Ob in München oder in der Nationalmannschaft, Thomas Müller ist einfach unverzichtbar. In der Kicker-Rangliste Sommer 2016 landet Müller allerdings aufgrund der etwas missglückten Europameisterschaft nur in der internationalen Klasse. Seine Leistungen in der Bundesliga sind herausragend. Kicker-Durchschnittsnote 2,86. In 14 Spielen erzielte der Münchner 6 Tore und assistierte dabei 3-mal. Dass Müller nicht mehr der Kategorie Weltklasse zugeordnet werden kann, das besagen die Daten aus den Einsätzen in der Nationalmannschaft. Kicker-Durchschnittsnote 3,61. In 9 Spielen lediglich ein Tor. Für Thomas Müller war es einfach keine gute EM und dieses Turnier hat ihn dann auch die Einstufung in der Weltklasse gekostet. Logischerweise für uns, auch da gab es keine Diskussionen innerhalb der Redaktion. Dieser Eindruck bei der EM war dann doch zu prägend. Thomas Müller war zwar unheimlich bemüht, hat viel gekämpft, hatte damit auch einen gewissen Wert für die Mannschaft, aber das, was ihn eigentlich auszeichnet, Effektivität, Torabschlüsse, das kam eben überhaupt nicht zum Tragen. Das ist nicht der Thomas Müller gewesen, den wir vom FC Bayern und auch von den WM-Turnieren kennen. Von daher die Einstufung nur in Anführungszeichen internationale Klasse.